Moin, moin, ihr Lieben. Heute möchte ich euch wieder eine Lieblingsautorin vorstellen. Vor einigen Wochen oder gar Monaten schon habe ich euch bereits ein Video hochgeladen in diesem Format, in dem ich ja jeweils immer über einen Autor oder über eine Autorin sprechen möchte, die für mich oder der für mich zu einem Lieblingsautor oder Autorin geworden ist. Und da möchte ich dann aber auch alle Bücher vorstellen, die ich von diesen Autoren gelesen habe. Und ich möchte sie auch ranken. Fange also mit dem schlechtesten Buch an und steigere mich dann immer wieder weiter bis zum besten Buch. Und ja, letztes Mal oder das erste Video in dieser Videoreihe war Cornelia Funke dran. Das ist natürlich eine sehr bekannte Autorin, somit auch die Bücher, die ich dort vorgestellt habe. Aber es geht natürlich auch um mich persönlich, was ich mit diesen Büchern verbinde und meine eigene Ranking-Bestenliste in diesem Fall werde ich euch dann natürlich vorstellen. Ja, und diesmal ist auch wieder eine deutsche Autorin dran, aber eine etwas unbekanntere, zu Unrecht, wie ich finde, denn sie schreibt ganz fantastisch. Fantastisch, wortwörtlich, so wie auch im übertragenen Sinne, denn sie ist auch in der Fantastik zu Hause und in den verschiedensten kleinen Fantastikverlagen zu finden. Und ich habe von ihr mehrere Bücher gelesen und die meisten davon haben mir, mit einer Ausnahme, haben mir alle gut bis sehr gut gefallen. Und ja, ich möchte heute Fabienne Siegmunds Werke, die ich gelesen habe, euch ans Herz legen. Und ich werde natürlich zum Schluss auch nochmal sagen, auf welche Bücher ich mich freue, die mittlerweile schon längere Zeit oder kurz auf meiner Wunschliste sind. Ich fange mit dem schlechtesten Buch an und das ist auch das einzige Buch, das mir von ihr nicht gefallen hat. Und zwar ist das Goldstaub. Und das Buch fand ich eigentlich so wunderschön von außen, oder was heißt eigentlich, ich finde es immer noch wunderschön. Dieses Goldgelb hat einfach mich total verzaubert und da hatte ich mich sehr, sehr lange drauf gefreut und habe das dann, ich weiß gar nicht, glaube sogar gebraucht, irgendwann mal bekommen und mir dann gegönnt. Und leider war es für mich doch ein bisschen zu kitschig. Fabienne Siegmund schreibt sehr poetisch und sehr fantastisch, sehr verträumt und in ihren eigenen, in ihrer eigenen Welt. Es ist nicht High Fantasy oder Urban Fantasy. Die Werke sind meistens sehr kurz, aber auch eben dafür dann sehr einzigartig verträumt und mit sehr, sehr vielen fantastischen Elementen gespickt, was man immer auch sehr mit Symbolen verknüpfen kann und dadurch dann auch immer sehr gut interpretieren kann, aber auch für sich eben eine ja, fantastische Welt einfach für sich entdecken kann. Ja, bei Goldstaub ging es um einen traurigen Clown namens Pip, der eben durch den Tod seiner Frau von Trauer zerfressen ist und ja, durch die Welt reist und nur von einem Raben, ich glaube von einem weißen Raben verfolgt wird und sonst hat er niemanden mehr. Und er kommt aus seiner Trauer, aus seiner Melancholie gar nicht mehr raus, bis er ein junges Mädchen trifft, die dabei ist, Selbstmord zu begehen. Und er beschließt einzugreifen und sie davon ja, abzuhalten. Und dann beginnt er so eine Art Verantwortungsbewusstsein für sie zu entwickeln. Und das bringt sein ja, lethargisches Leben so ein bisschen aus den Fugen oder das Leben gerät dadurch aus den Fugen. An sich eine sehr schöne melancholische Geschichte, aber leider hat mir das nicht gut gefallen, weil es mir zu kitschig und pathetisch war. Ich hatte da leider so einige Augenrollmomente. Ich konnte das nicht fühlen, obwohl ich die poetische Sprache von Fabienne Siegmund immer sehr mag, aber da war mir dieser Liebesfokus doch ein bisschen zu auf die Spitze getrieben und ja, da konnte mich dieses wunderbare, wundersame, poetische irgendwie nicht erreichen, weil mir das zu dolle war. Sehr, sehr schade, aber es gibt natürlich immer Ausnahmen von der Regel und deswegen ist das Buch mittlerweile auch wieder ausgezogen, schweren Herzens, auch wenn das so ein Schmuckstück war und auch ja, vom Cover her meine Lieblingsfarbe abgebildet hat. Aber so ist das manchmal. Ja, und jetzt kommen wir zu den Büchern, die mir
alle gut gefallen haben. Und trotzdem fiel mir das hier nicht schwer, ein Ranking zu machen, weil das irgendwie sehr gut abgestuft war, wo der Platz der jeweiligen Bücher ist. Ich fange jetzt an, die Bücher zu zeigen, die jetzt auch alle hier sind. Und zwar ist das als nächstes eine Anthologie. Und da war Fabienne Siegmund die Herausgeberin, aber sie hat gleichzeitig auch eine Kurzgeschichte zu dieser Anthologie beigetragen, und zwar Die Einhörner. Und gleichzeitig ist dieser Band auch illustriert. Gucken, ob ich hier jetzt eine Illustration finde, die ich euch mal zeigen kann. Ach, so ist es immer, ne? Man sucht und sucht. Ja, hier zum Beispiel. Genau, und hier sind, wie viele sind hier drin? 17. 17 Autoren und Autorinnen haben hier ihre Geschichte zum Thema Einhörner beigetragen. Und was ich bei dieser Kurzgeschichtensammlung schön fand, war, dass es nicht immer die typischen Einhörner waren, die hier eine Rolle gespielt haben. Das Thema Einhorn wurde hier ganz unterschiedlich aufbereitet. Und das hat diese Anthologie zu etwas Besonderem gemacht. Es gab diese typischen fantastischen Einhörnermärchen, aber es gab auch Geschichten, die in unserer Zeit, in unserer Welt spielen, wo das Einhorn nur symbolische Kraft hatte oder einfach nur im übertragenen Sinne irgendwie eingebaut wurde oder am Rande. Und das hat mir gut gefallen. Die Geschichte von Fabienne Siegmund, da muss ich leider sagen, dass ich nicht mehr genau weiß, um was es ging. Ich habe noch kurz drüber nachgedacht, das nochmal zu lesen, weil die Geschichten natürlich, dadurch, dass das ja nicht sehr dick ist und 17 Geschichten enthält, natürlich auch keine langen Geschichten sind, so um 20, 30 Seiten höchstens. Und da hätte ich es natürlich nochmal lesen können. Aber ich dachte, das spricht jetzt ja irgendwie auch so ein bisschen für sich. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Weiß aber, dass ich hier die Sprache von Fabienne Siegmund wieder sehr geschätzt habe und man sie auch gut rauslesen konnte. Bei ihr war es eben wieder so eine fantastische, poetische Geschichte. Ich mag das, dass das Buch so rein weiß ist und auch die Seiten so rein weiß sind, weil das einfach zum Thema sehr gut passt. Ich bin sonst nicht so der Anthologie-Mensch, also so Kurzgeschichten, Bände. Ja, muss ich nicht immer haben. Mich spricht das immer nur sehr an, wenn das in so einer Rahmengeschichte ummantelt ist oder die Geschichten ummantelt sind in einer Rahmenhandlung oder sie zu einem bestimmten Thema verfasst werden. Und hier ist das eben der Fall. Und es erinnert mich auch immer an die Leipziger Buchmesse, weil ich es da entdeckt habe und mitgenommen habe. Das ist im Thorsten Loof Verlag erschienen. Ja, genau. Und ja, das hatte mir von der Aufmachung her und von der Umsetzung auch wirklich gut gefallen. So, hatte ich eigentlich schon gesagt, wie viele Bücher ich von ihr gelesen habe? Also ich habe hier jetzt neben mir 5 Bücher liegen, plus den Goldstaub macht 6. Also habe ich von ihr 6 Bücher bzw. 6 Geschichten gelesen. Als nächstes eines, was ich auch erst kürzlich gelesen und euch schon vorgestellt habe. Und zwar ist das Alissa im Drunterland. Und vom Titel und von der Optik kann man schon erkennen, an was das Ganze angelegt ist. Das ist eine Alice im Wunderland-Adaption bzw. eine Ergänzung, könnte man quasi sagen. Denn hier geht es um Alissa und Alissa träumt ihr Leben lang von einer Treppe. Sie zeichnet sie und sie denkt dauernd an sie. Sie sieht sie überall und diese Treppe ist sehr wundersam, denn jede einzelne Treppe ist irgendwie anders, ob sie bewachsen ist mit Moos und Gras oder Pflanzen oder aus Beton ist oder aus Stein, ganz unterschiedlich. Und ja, eines Tages sitzt sie in der Bahn und sie sitzt dort und sieht dann in der Spiegelung einen Mann und er sagt ihr, sie soll in das Uhrengeschäft gehen, in der nächsten Station aussteigen. Sie kennt dieses Uhrengeschäft nicht und sie wüsste auch nicht, dass dort irgendwo eines ist, aber sie steigt aus und findet das tatsächlich direkt. Sie geht in dieses Uhrengeschäft hinein und dort wird sie von einem sehr freundlichen, aber doch etwas seltsamen Verkäufer aufgenommen und der führt sie hinter die Theke und dort ist genau diese Treppe, von der sie immer geträumt hat.
Und sie geht diese Treppe hinunter und dort beginnt ihr Abenteuer, denn sie ist diejenige, die das Drunterland retten muss. Es gibt tatsächlich dort auch das Wunderland, aber das Drunterland ist unter dem Wunderland und hängt irgendwie mit dem Wunderland zusammen. Alyssa trifft auf verschiedene Figuren, die einigermaßen tatsächlich auch an einige Figuren aus dem Wunderland erinnern, aber trotzdem ja ihre Eigenheiten haben. Und Alyssa weiß natürlich auch nicht genau, was sie überhaupt machen soll und was überhaupt da im Drunterland falsch läuft. Ihr wird auch nie so richtig erzählt, was genau dort los ist. Es gibt immer nur einige Sprüche, die sich immer wiederholen. Zum Beispiel, das ist mir auch immer im Kopf geblieben, das ist nicht mehr im Lavendel hummelt. Das finde ich total süß, den Ausspruch. Und das hatte irgendwie auch so einen symbolischen Charakter, aber hatte auch viel mit der Geschichte zu tun. Und ja, die Hummeln im Lavendel sind eben auch sehr wichtig. Und warum das so ist, das kann man dann hier erfahren. Das Buch ist wirklich sehr dünn. Also es hat noch nicht mal 100 Seiten. Es hat 80 Seiten. Und das ist eigentlich auch der größte Kritikpunkt, den ich an diese Geschichte hatte, dass sie mir einfach ein bisschen zu kurz war. Dennoch war sie abgeschlossen. Das habe ich manchmal bei Kurzgeschichten, dass ich das Gefühl habe, ich lese hier nur das erste Kapitel und dann ist Schluss. Hier hatte ich schon das Gefühl, dass es abgerundet ist, aber für mich hätte sie ein bisschen ausgebaut werden können, weil ich einfach auch die Idee irgendwie süß fand, das Ganze noch zu erweitern, unter dem Wunderland noch ein Drunterland drunter zu bauen und die miteinander zu verknüpfen. Ja, es hatte schon ein bisschen was Düsteres, aber es war hauptsächlich sehr märchenhaft, ein bisschen skurril, wie es eben auch bei Alice im Wunderland der Fall ist und natürlich auch so ein bisschen eine sehr düstere Fabel, die man irgendwie auch auf unsere Welt übertragen kann, wie das aber auch sehr häufig in Fabienne Siegmunds Geschichten ist. So, wir klettern weiter auf den vierten Platz und auch dieses Buch habe ich gerade erst gelesen und im Lesemonat vorgestellt. Das ist die Papierprinzessin und das finde ich ein wirkliches Schmuckstück. Ich hatte euch schon gesagt, es fühlt sich sehr wertig an. Es ist sehr schwer, weil die Seiten auch so katalogartig sind. Und es gibt mehrere Zitate von Autoren, die beschreiben, was Geschichten für sie ausmachen, was bedeuten Geschichten für sie. Es gibt Illustrationen, was bei Fabienne Siegmund öfter der Fall ist, was ich sehr schön finde, weil auch da wieder so ein bisschen dieses Bibliophile herauskommt, diese Liebe zu den Büchern, wenn ja, liebevoll gestaltete Illustrationen dabei sind. Und das Besondere an diesem Buch ist, dass das nicht nur illustriert ist, sondern auch in zwei Farben abgedruckt ist. Einmal in Blau und auch dann in Schwarz. Und daran erkennt man vielleicht auch die Liebe von Fabienne Siegmund zur unendlichen Geschichte. Vielleicht hat sie sich da so ein bisschen inspirieren lassen. Jedenfalls kommen auch in dieser Geschichte, weil es eben auch viel um Bücher und um Geschichten geht, immer wieder Anspielungen auf Kinderklassiker. Und das macht natürlich Spaß, wenn man diese Kinderklassiker auch kennt und liebt. Ob das nun das letzte Einhorn ist oder die unendliche Geschichte oder Alice im Wunderland oder auch Winnie Pooh und so einige mehr. Hier geht es um eine junge Frau, die sich von Geschichten abgewendet hat. Aus Gründen, die wir als Leser noch nicht kennen. Irgendwas aus der Vergangenheit ist passiert und sie möchte mit Geschichten nichts mehr zu tun haben, aber auch nicht mit ihrer Familie und mit der Vergangenheit. Sie hat sich völlig abgekapselt, doch irgendwann erreicht sie einen Anruf und sie muss wieder nach Hause kommen, denn ihre Schwester liegt im Koma und es wird ihr gesagt, dass nur sie sie retten kann. Und zwar, indem sie eine Geschichte sucht, die sie selbst früher geschrieben hat für ihre kleine Schwester. Und ihre kleine Schwester war von dieser Geschichte wie besessen und hat sie letztendlich im Haus versteckt. Denn sie hat sie auf Zettel geschrieben und diese Zettel hat sie eben an verschiedenen Orten versteckt, sodass es eine Schnitzeljagd quer durch das große Haus, durch die
ja, durch die Heimat von den beiden Geschwistern und von ihrer Großmutter, bei der sie aufgewachsen sind, wird es eben eine Schnitzeljagd. Und ja, sie möchte, also unsere Protagonistin möchte eigentlich nicht an die Vergangenheit erinnert werden, aber sie muss sich erinnern, um diese Hinweise ihrer Schwester, die sie ja gelegt hat im Haus, ja, herauszubekommen, wo denn das nächste Schnipselchen der Geschichte versteckt sein könnte. Sie holt sich Hilfe bei einem Buchdetektiven, der geschult ist oder der eben anbietet, verlorene Geschichten wiederzufinden. Und ja, so lernen wir nach und nach kennen, was in ihrer Vergangenheit passiert ist und auch wie sie dort aufgewachsen ist. Ja, wie ihre Vergangenheit, ihre Kindheit durchdrungen war von Geschichten. Aber wir lernen auch die Geschichte selbst kennen, die sie hier geschrieben hat, die sie damals für ihre kleine Schwester geschrieben hat. Denn die lesen wir hier selbst. Das ist eben das Blau in Blau verfasste. Da lesen wir eben das Märchen über die Papierprinzessin, die eben auf der Suche nach einem Heilmittel für ihre Großmutter, ja, unterwegs ist und auf der Suche danach ist, um ja, sie wieder gesund zu machen und auf der Suche nach dem Tintentod ist. Ja, eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte darüber, was Geschichten vermögen, was sie nicht vermögen, wie viele Geschichten in unserem Leben gesund sind und ob ein Leben ohne Geschichten möglich ist. Und ja, einfach das Setting, dieses Haus war natürlich auch ganz, ganz toll gemacht. Ja, die Liebe zu Geschichten konnte man daraus wirklich sehr, sehr schön hinauslesen. Diese Geschichte ist mir natürlich am meisten noch im Kopf geblieben, weil sie einfach gerade erst gelesen ist. Aber hat mir gut gefallen. Einige Kritikpunkte hatte ich auch, zum Beispiel diesen Buchdetektiven, den ich irgendwie nicht so richtig in der Geschichte gebraucht hätte, weil der einfach nichts dazu beigetragen hat. Aber insgesamt hat mir diese Geschichte sehr gut gefallen. So, und jetzt kommen wir zu den beiden Highlights, die ich von Fabienne Siegmund habe. Das nächste ist eigentlich auch das umfangreichste. Also ihr seht, sie schreibt immer sehr kurze Novellen, könnte man eigentlich sagen. Und das nächste ist tatsächlich auch mal ein Roman. Denn das hat über 300 Seiten, auch noch nicht so viel, aber trotzdem kann man das denn schon Roman schimpfen, finde ich. Das Herz der Nacht ist dieses wunderschöne Buch hier mit diesen scherenschnittartigen, ja, Artisten eines Zirkus. Und das ist etwas weiteres, ja, was mich vielleicht mit Fabienne Siegmund irgendwie verbindet, weil sie scheint auch diese Liebe und Leidenschaft für Zirkusse und Jahrmarkt und Zauberer zu haben. Und da hat sie einiges drüber verfasst und deswegen haben mich natürlich auch einige ihrer Werke sehr angesprochen. So auch dieses hier. Es sieht natürlich auch ein bisschen romantisch aus und es hat auch etwas mit Liebe zu tun, aber im Gegensatz zu Goldstaub fand ich es hier nicht zu kitschig, sondern genau richtig. Es geht hier auch nicht um eine Liebe, die entsteht, sondern um eine Liebe, die bereits besteht, aber um die gekämpft werden muss. Es geht nämlich um Matteo und seine Anissa. Und er ist eigentlich ja ein Straßenzauberer und wandelt mit ihr umher durch die Stadt. Ich glaube, in Venedig hat das gespielt. Ja, genau, in Venedig. Und eines Tages ist Anissa verschwunden und es scheint irgendwas auch mit dem Wetter passiert zu sein, beziehungsweise es wird gar nicht mehr Nacht, es ist nur noch Tag und dann wiederum ist nur noch Nacht. Also er sucht nach Anissa und bemerkt natürlich aber auch diese seltsamen Vorkommnisse in Venedig und irgendwann entdeckt er durch, ich glaube, eine Spur aus Schneeglöckchen, die aus der Straße sprießen, entdeckt er irgendwann einen Zirkus. Und dieser Zirkus beherbergt auch Anissa, die dort arbeitet, aber sie kann sich an ihn nicht mehr erinnern. Und er ist natürlich total glücklich, dass er sie gefunden hat, aber total bestürzt, dass sie sich nicht mehr an ihn erinnern kann. Aber er möchte nicht aufgeben. Ihm wird auch angeboten, dort zu arbeiten, weil ihnen auch noch ein Zauberer fehlt.
Und so lernen wir auch den Alltag in diesem sehr verwunschenen Zirkus kennen mit den verschiedensten Artisten und deren verschiedensten Geschichten. Und ja, so langsam nähern sich Anissa und Matteo an, aber so richtig versteht er aber auch nicht, warum sie sich nicht an ihn erinnern möchte. Und er ist ihr natürlich auch so ein bisschen unheimlich, weil er immer berichtet, dass sie ihn doch kennen müsste. Aber er darf sie einfach nicht zu sehr bedrängen. Ich weiß, dass hier auch noch ein Kaninchen eine Rolle spielt oder ein Hase. Und dieser Zirkus eben nicht einfach nur ein Zirkus ist, sondern auch etwas Magisches an sich hat. Also für alle, die den Nachtzirkus von Aaron Morgenstern gern gelesen haben, diesen, ja, einfach dieses Setting gerne mochten, diesen verzauberten Zirkus mit Magie, kann ich dieses hier auch sehr empfehlen. Es hat wieder eine sehr melancholische, etwas tragische Seite, aber eben auch sehr zauberhafte, fantastische, ja, Traumreise, wie so oft in Fabienne Siegmunds Geschichten. Und das ist auf jeden Fall auf Platz 2 gelandet, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, würde ich tatsächlich auch gerne nochmal lesen. Aber ein Buch hat es tatsächlich auf dem Platz 1 eindeutig, ja, geschafft. Da war mir ziemlich klar oder ziemlich schnell klar, dass es dort auf Platz 1 gehört. Ich meine, das war auch das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe. Und dann ging es weiter. Und zwar ist das Der Karussellkönig von Fabienne Siegmund geschrieben. Und Tatjana Kirsten hat hier wieder die Illustrationen gemacht. Ich glaube, die haben öfter zusammengearbeitet. In Goldstaub hat sie zum Beispiel, glaube ich, auch die Illustration gemacht. Das gilt jetzt als Graphic Novel. Ich würde jetzt eine Graphic Novel etwas anders definieren, aber ich glaube, da definiert ja jeder auch so ein bisschen selbst. Also es sind schon ziemlich viele Illustrationen, aber es ist trotzdem auch viel Fließtext. Deswegen hätte ich jetzt da nicht Graphic Novel zugesagt, aber es ist halt wirklich viel illustriert. Auch großflächig, aber auch kleiner. Und ja, wie der Titel schon sagt, geht es um, ja, ein Karussell, um den Karussellkönig. Aber gleichzeitig spielt es auch im, ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg, genau, also in der Nachkriegszeit. Und es geht um zwei junge Mädchen, die sich gefunden haben, die beide mittlerweile Waisen sind und auf der Straße leben und sich angefreundet haben und, ja, gegenseitig aufeinander aufpassen. Doch eines Morgens wacht Mina auf und Lilly ist fort. Und es heißt, dass der Karussellkönig umgeht und, ja, Kinder einsackt oder Kinder verführt, zu ihm zu kommen. Und sie macht sich eben auf den Weg, dieser Legende, dieser Sage nachzugehen. Und sie hat schon ziemliche Angst davor, aber sie gelangt dann irgendwann doch an den Karussell und sie hat dann doch irgendwie ein bisschen Hoffnung, dass sie dort Lilly wiederfindet. Und dieser Ort ist gleichzeitig, ja, verzaubert, in Mondlicht gehüllt, andererseits eben auch sehr unheimlich. Also die Geschichte hat vereint auch irgendwie dieses Düstere zusammen mit dem Verzauberten. Und natürlich auch diese Nachkriegszeit, die damit ja auch so ein bisschen verarbeitet wird. Auch hier kann man viel wieder interpretieren, als Symbol nehmen und ja, wieder rüberziehen in die Realität oder es einfach genießen als düsteres Märchen. Es hat mich auf jeden Fall sehr bewegt und lässt mich lange, lange Zeit nicht los, weil ich immer wieder darüber nachdenke, was mit diesen beiden Mädchen passiert ist, was das Ganze bedeutet. Und ja, ich muss sagen, dass mich sowohl die Optik, ihr könnt vielleicht auch so ein bisschen sehen, im Hintergrund ist hier so ein Schädel noch zu sehen, die Optik total, ja, gut gefällt. Es ist so zauberhaft und gleichzeitig düster und ihr wisst ja, ich finde diese Mischung einfach total schön. Und ja, hier steht: ein betörendes, modernes Märchen über die Macht der Träume und die Wege von Liebe und Schuld, auf denen sie uns leiten. Abgründig,
traumtrunken und voller Poesie. Traumtrunken ist ein schönes Wort. Ja, aber ich finde, das passt sehr gut und das ist auch mein Lieblingsbuch von ihr und das werde ich sicherlich noch mal lesen und noch mal genießen. Denn auch hier kommt ja wieder dieses Thema Karussell, Jahrmarkt und ja, ich finde einfach, dass dieses Setting so gut passt, dass obwohl das so Fröhlichkeit ausstrahlen sollte, natürlich auch immer eine Schattenseite hat und etwas verbirgt. Und ja, das ist einfach toll. Ja, das waren die Bücher, die ich alle von Fabienne Siegmund gelesen habe, aber es gibt noch so einige, die ich auf meiner Wunschliste habe. Zum Beispiel ihr neuestes Werk. Ich glaube jedenfalls, dass es ihr neuestes ist. Das ist im Edition Roter Drache Verlag erschienen. Es ist der Wolkenphönix. Hier geht es um eine Wahrsagerin, die unsere Protagonistin ist und ich glaube, einen Antiquitätenladen oder so einen Trödelladen hat. Finde ich schon wieder ganz grandios. Auch hier wieder Wahrsagerin passt wieder so gut in dieses, ja, in dieses Jahrmarkt-Feeling hinein und es geht dort irgendwie um eine Murmel, die sie findet und um einen Phönix, den sie retten muss. Ja, auch das klingt sehr verträumt, auch wieder sehr eigen. Sehr poetisch kann das wieder aufgemacht werden. Das könnte mir gut gefallen. Es gibt aber auch noch, ich glaube, die Einhörner des oder die Zirk, das, der Zirkus der Einhörner, genau. Das ist auch wieder so eine ganz kurze Geschichte. Ich glaube, nur 50 Seiten. Und auch da geht es wieder so ein bisschen um Liebe, um Verlust, aber auch um andere Gefühle, die dort vereint sind an diesem Ort. Und es gibt noch eine Geschichte über ein weißes Kaninchen, das bei einem Zauberer arbeitet. Und zwar wird er immer wieder aus dem Zylinder herausgeholt. Aber abseits dieser Vorstellungen lebt er eben im Labyrinth des Zylinders oder so und trifft dort irgendwie auf ein kleines Mädchen mit einem Schlüssel im Rücken. Auch das wieder in dieser Thematik. Und dann gibt es für Weihnachten, das wollte ich mir immer für Weihnachten nochmal aufheben, steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste von den ganzen Weihnachtsbüchern, gibt es eine Anthologie, auch herausgegeben von Fabienne Siegmund, über einen Weihnachtsjahrmarkt, der im hohen Norden irgendwie einmal im Jahr stattfinden soll. Und dort haben halt verschiedenste Autoren und Autorinnen eine Geschichte, ja, zu diesem verzauberten magischen Weihnachtsjahrmarkt herausgegeben und wahrscheinlich dann auch Fabienne Siegmund mindestens eine Geschichte. Ach ja, also es gibt noch einige, auf die ich mich sehr freue. Und wie ihr sehen könnt, ja, hat sie einfach auch diese Leidenschaft für dieses magische, poetische Setting des Zirkus und des Jahrmarkts und das gefällt mir sehr gut und freue mich, dass es eine deutsche Autorin ist, die so viel herausbringt und eben auch so besonders schreibt. Ich glaube nicht, dass es für jeden etwas ist. Und eben kann das auch manchmal ins Gegenteil umkehren und einen überhaupt nicht treffen. Siehe Goldstaub, da kann das sein, dass einem das zu viel ist und man vielleicht die Augen verdreht, weil es irgendwie so kitschig und pathetisch ist und einen irgendwie, ja, weiß ich nicht, nicht berühren kann, aber es kann eben genau auch ins Herz treffen. Und so ist es bisher am meisten gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch die Autoren ein bisschen ans Herz legen und vielleicht auch Lust machen auf diese Bücher. Vielleicht habt ihr ja auch eins oder zwei oder mehr von der Autorin bereits gelesen. Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, welches ihr gelesen habt und wie es euch gefallen hat oder ob ich euch vielleicht ein bisschen neugierig machen konnte. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.